Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Diamond Paint and Talk. Ja, es gab ja jetzt eine Zeit lang keine aktuellen Videos und Ursache war bei mir, dass ich mich dann doch mit Corona angesteckt habe. Und ja, ich möchte euch da kurz berichten, wie es war, wie es mir jetzt hinterher geht. Und ja, einfach mit euch ein bisschen drüber schnacken. Also zum Thema Corona. Ich bin geimpft, ich bin geboostert und ich habe mich trotzdem angesteckt. Das war bei mir eine bisschen blöde Situation. Ich habe den Booster bekommen. 2 Wochen später war mein Freund positiv und es ist so, bis der Booster vollständig greift, sind es halt 2 bis 3 Wochen. Das war, heißt, das war bei mir noch in der kritischen Phase. Das heißt, als mein Freund dann positiv war, habe ich mich mit angesteckt. Es war an sich bei ihm, er hatte 4 Tage Fieber und dann war es wieder gut. Bei mir war das anders. Bei mir war das so eine schleichende Erkältung. Ich war 2 Wochen deswegen krank. Ich hatte aber nie Fieber. Ich war eher, dass ich die ganze Zeit dauermüde war, jeden Morgen mit Halsschmerzen und ohne Stimme aufgestanden bin. Die Stimme kratzt auch jetzt noch ein bisschen. Und ich war die ganze Zeit dauermüde, ich konnte aber nicht schlafen. Das heißt, eigentlich habe ich mich gefühlt wie, jetzt schläfst du mal 3 Tage durch, aber tatsächlich habe ich nicht mehr geschlafen als sonst, aber halt viel nur auf der Couch gelegen. Ich hatte Husten, aber nicht dolle, sondern nur immer mal so ein bisschen. Und die Nase lief halt so ein bisschen. Aber auf jeden Fall, ich hatte das fast 2 Wochen lang ohne irgendeine Besserung. Es wurde nicht schlimmer, es wurde nicht besser. Es hieß einfach aussitzen und warten. Und dann war es aber auch schlagartig wieder besser. Also es gab dann noch so einen Übergangstag und dann war alles weg. Ja, Nachwirkungen verspüre ich jetzt keine. Ich hatte jetzt auch keine Symptome, wie dass der Geschmack weg war oder so. Von daher sind wir ganz gut durch Corona durchgekommen. Wir sind froh, dass wir beide geimpft sind. Ich bin ja auch geboostert, mein Freund noch nicht, aber der gilt ja jetzt als genesen und es ersetzt ja erstmal die Impfung. Und ja, ich denke, wenn wir nicht geimpft gewesen wären, hätte das auch ganz anders ausgehen können, weil wir sind beide vorbelastet. Mein Freund ist starker Raucher. Ich durch mein Übergewicht. Und von daher war es schon ganz gut, dass wir uns haben impfen lassen. Ansonsten, vor Corona war ich auch schon eine Woche krank, da hatte ich Magen-Darm-Infekt, war da aber noch negativ getestet und da bin ich dann insgesamt 3 Wochen wirklich ausgefallen und deswegen habe ich auch zum einen keine neuen Videos gemacht und zum anderen auch das Material, was ich da hatte. Ich habe ja noch ganz viel da, ich habe noch Holz da, ich habe noch Bastelvideos da, die ich einfach nur mal bearbeiten müsste und hochladen. Aber wenn es einem so dreckig geht, hat man auch dafür keinen Kopf.
weil das heißt dann immer aus mehreren Teilen zusammenschneiden, Musik hinterlegen, die Videos in die richtige Rotierung bringen, weil ich nehme die ja immer kopfüber auf. Aber auch nicht alle, sodass ich es automatisieren könnte. Dann warten, bis das Ergebnisvideo gerendert ist, dann hochladen, dann auf YouTube darauf achten, dass Beschreibung passt, dass Abspann da ist und lauter solche Sachen. Und da bin ich an einem Video und ich schneide ja nun wirklich nicht viel, da gibt es Leute, die machen viel mehr, bin ich in der Nachbearbeitung halt bei einem Video auch nochmal eine halbe bis dreiviertel Stunde beschäftigt, plus die Wartezeiten, also das ist wirklich das, wo ich was aktiv mache. Und den Nerv hatte ich dann einfach nicht. Seht's mir nach. Die Inhalte sind ja nicht verloren. Die kommen jetzt alle demnächst. Was ich aber in der Zeit gemacht habe, ich hatte immer mal so eine halbe Stunde, wo ich wirklich Bock hatte, kreativ zu sein. Da habe ich dann wirklich gebastelt oder gezeichnet, habe euch ja auch in dem Infovideo, dass jetzt erstmal nichts kommt, eine Zeichnung mit reingeladen und ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Ich habe festgestellt, ich habe ein paar Formate ins Leben gerufen und noch nicht wirklich gepflegt, sowas wie die 500 Zeichen-Prompts, das Buch. Auch da wird es wieder was geben. Meine erste Upgrade-Box kommt. Auch da wird es ein Video zu geben. Ich weiß noch nicht, ob ich dann wirklich vor der Kamera zeichne, weil ich fühle mich da noch etwas unwohl, weil ich bin nicht die talentierteste oder geübteste Zeichnerin. Das hat ja alles viel mehr mit Übung als mit Talent zu tun. Aber dadurch, dass ich hobbymäßig so breit aufgestellt bin, kann ich halt keins so wirklich gut, so wie andere Künstler, denen ich folge, die Lana Arts, wenn ihr Deutsche wollt, oder Cheyenne Bo, oder ich hoffe, ich sage jetzt keine Namen falsch. Oder englischsprachig gucke ich Jazza oder so. Ja, die hauen mal eben eine Skizze von einem Charakter raus. Wobei mir die Skizze schon 2 Stunden braucht. Und ich 5 Referenzen suchen muss, weil ich es einfach noch nicht so oft und viel und am Stück und geübt bin. Genau, aber auch da... Ihr habt es ja vielleicht auf meinem Instagram, habe ich ab und zu mal was gepostet. Wird es neue Inhalte geben. Und ich bin dabei, mir auch so ein bisschen eine Routine aufzubauen, dass ich alles mal ein bisschen mache, dass ich nicht immer so Phasen habe, wo ich nur das eine mache und das andere dann komplett vernachlässige, sondern dass es ein bisschen durchmischter ist. Da ich ja Programmiererin bin, habe ich das ganz einfach gelöst. Ich habe für viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, immer Sachen zu vernachlässigen oder zu vergessen, mir einen Zufallsgenerator gebastelt und der macht mir einfach Vorschläge. Und ich muss ja den Vorschlägen nicht folgen, aber es ist manchmal schon ein ganz guter Hinweis. So. Zum Beispiel für einen Kleiderschrank. Ich habe sehr nicht viel im Kleiderschrank im Vergleich zu manch anderem. Aber ich bin halt auch jemand, der immer zu demselben greift. Und da habe ich jetzt für Tage, wo ich wirklich weggehe, halt Zufallsgenerator, der mir sagt, zieh doch heute mal einen Rock an oder zieh doch heute mal eine Bluse an oder zieh doch heute mal ein Kleid an. Genauso für Lebensmittel, die schon
ewig im Schrank stehen, habe ich einen Zufallsgenerator, der sagt, mach doch heute mal was mit Nudeln oder nimm doch heute mal die Dose Pilze, Kidneybohnen oder was auch immer, was schon ewig steht. Oder mach doch heute mal was mit dem Fisch. Und genauso habe ich es jetzt fürs Basteln eingerichtet. Da gibt es dann so Vorschläge wie, mach doch heute mal was mit den Alkoholmarkern oder mach doch heute mal was zum Thema Geburtstag. Oder auch, wie jetzt, mach mal wieder ein bisschen Diamond Painting. Und ich hoffe einfach, dadurch mehr Abwechslung reinzukriegen. Klar, es kommen dann auch mal Vorschläge, wo ich kein Video zu mache. Sowas wie Handarbeiten ist immer schwierig zu filmen, weil wenn ich ein Tuch mache, sitze ich halt auch eine ganze Weile an dem Tuch. Und wie soll ich das sinnvoll abfilmen? Ich kann euch ja nicht über Wochen mitnehmen. Ich kann euch dann das Endwerk irgendwann zeigen, aber an einem Tuch sitze ich halt auch ein paar Jahre, weil ich maximal eine halbe Stunde am Stück dafür Zeit habe. Ja, und das vielleicht auch als Tipp an euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr macht immer nur dasselbe und ihr habt eigentlich auch viele andere Sachen da, macht euch so eine Zufallsliste. Ihr müsst die ja nicht digital machen. Es reicht ja, ihr nehmt eine Box, macht papierlose, schreibt da die Dinger drauf und zieht jeden Tag eins. Ich mache das übrigens auch für meinen Sport zum Beispiel. Ich auch so eine Auswahl an Sportübungen und da wird dann halt in einem Workout 5 Sachen gezogen und die so oft gemacht, wie es geht. Und im nächsten Workout werden 5 andere Sachen gezogen. Klar, das ist kein gezieltes Training, aber was will ich bei meinem Übergewicht gezielt trainieren? Da habe ich eh zu wenig Ahnung von. So, jetzt sehe ich auch, mein Kameraakku war nicht geladen und gibt gleich einen Geist auf. Ich muss deshalb leider dieses Video relativ kurz halten. Ich wünsche euch allen aber einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und wir hören uns wieder das nächste Mal. Bis dann!